Explosion. In Solingen. Irgendetwas ist explodiert. Die ersten Meldungen, die sprechen von einer Granate. Dann hieß es, es ist ein Molotow-Cocktail gewesen. Inzwischen haben wir ein Bild des verbrannten Täters. Und man muss sagen, beides scheint irgendwie nicht ganz zusammenzupassen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Zuerst muss ich euch leider sagen, dass das Bild des Täters hier, was Opfer gleichzeitig geworden ist, nicht auf YouTube gezeigt werden darf und ihr daher in meinen Telegram-Kanal schauen müsst. Es ist unten am Video, hier oben ist es auch. Ihr kommt dann direkt an diese Stelle, wo ihr dieses Bild findet. Und wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sieht man da jemanden, dessen Klamotten zu ca. 50% weggeschmort sind mindestens. Und es sieht ungefähr so aus, wie wenn jemand kurze Zeit in Vollbrand gestanden hat. Aber was ist überhaupt passiert? Jemand hat in Vollbrand gestanden, mutmaßlich. Es geht hier um die Konrad-Adenauer-Straße in Solingen. 14.20 Uhr, es gab einen lauten Knall und auf einmal lag jemand als halb verkohlter auf der Straße. Es gibt zerborstene Fensterscheiben und eine Handvoll Verletzte. Der jüngste Verletzte ist hier ein 7-jähriges Kind, aber nur leicht verletzt. Dann gibt es noch erwachsene Verletzte, alle mit Knalltrauma und mit Splittern übersät. Und genau bei diesen Splittern haben wir schon den ersten komischen Fakt, wo wir dann mal genauer hinschauen müssen. Wenn wir uns erstmal die örtlichen Gegebenheiten anschauen, dann stellen wir fest, dass an der Adresse ein Wettbüro eines Familienclans geführt wird, dass dort auch ein Fitnessstudio ist. Und es geht hier wohl nach ersten Informationen des Solinger Tagblattes darum, dass ein Mann vor einem Geschäft, vermutlich vor diesem Wettbüro, aufgetaucht ist, der in der Vergangenheit schon für Probleme gesorgt hat. Und dann kam es zu einem Disput zwischen diesen beiden. Und in dieser Situation hat dann dieser mutmaßliche Angreifer etwas fallen lassen, was dann zu dieser Explosion geführt hat. Und da ist schon mal das Erste. Am Anfang hieß es, es wäre eine Granate. Wenn ihr jetzt auf meinem Telegram-Kanal das Bild gesehen habt, jemand, der eine Granate vor seine Füße fallen lässt, der hat nicht mehr beide Beine am Körper. Also eine Granate können wir ausschließen. Das kann hier keine Granate gewesen sein. Dann müsste der ganz anders da aussehen. Molotow-Cocktail, dazu passen die Verbrennungsspuren. Das kommt ungefähr hin. Allerdings, ich zeige euch jetzt mal hier, wie das ungefähr aussieht, wenn man so einen Molotow-Cocktail, also eine mit Benzin oder Petroleum gefüllte Flasche, dann wo dagegen wirft, wie das Ganze ungefähr aussieht in der Größe. Und wenn ihr diesen Feuerball seht und habt die Verbrennungen gesehen, dann könnten die Verletzungen von so etwas stammen. Allerdings gibt es jetzt hier Berichte, dass von den Geschäften die kompletten Ladenfronten vorne weggeplatzt sind, also die ganzen Scheiben sind zu Bruch gegangen und auch die Verletzten, sie haben Splitter abbekommen. Und wenn man einen Molotow-Cocktail vor sich fallen lässt, dann gibt es so eine Art Verpuffung, eine kleine Mini-Explosion, aber mehr einen Feuerball. Und eine Schaufensterfront, die 1-2 Meter von einem weg ist, sollte in der Regel gar nicht betroffen sein davon. Da muss man dann schon mit der Flasche gegen die Fensterfront werfen. Deswegen kann man hier sagen, ein Molotow-Cocktail alleine sieht nicht ganz danach aus. Zumindest ist dann die Frage ungeklärt, ob es denn wirklich zu Boden gefallen ist oder ob der Angreifer dann versucht hat, im Gerangel diesen Molotow-Cocktail, den er immer noch irgendwie anzünden muss vorher mit einem Feuerzeug, dann versucht, in dieses Schaufenster hineinzuschlagen. Aber so eine richtige Explosion, die gibt es bei einem Molotow-Cocktail nicht. Jetzt gibt es hier allerdings Zeugenaussagen, die hier, es wird von Druckwellen berichtet, es wird von einem, wie von einem gespürten Erdbeben berichtet. Das passt irgendwie nicht zusammen. Allerdings passt auch das Verletzungsbild des Angegriffenen hier nicht so ganz zusammen. Allerdings gibt es hier wohl noch keine genaueren Details. Es wird jetzt weiter ermittelt. Allerdings geht die Polizei fest von einem Anschlag aus, also von einem Sprengstoffanschlag eventuell. Auf jeden Fall, eine Granate kann das nicht gewesen sein, höchstens vielleicht eine Übungsgranate, aber da müssten mal die Waffenexperten, die hier zuschauen, mal unter diesem Video kommentieren, welche Art denn hier in Betracht kommt. Aber ich dachte zuerst Explosion in der Stadt Solingen, und dann hieß es zuerst Granate in ausländischen Medien. Da dachte ich ja zuerst, die RAF ist zurück irgendwie, aber nein,
Es soll sich hier um einen mutmaßlich afrikanischen Angreifer handeln, der hier vermutlich das Familienclan-Wettbüro angegriffen hat. Und es gab hier anscheinend schon, die Leute waren sich untereinander bekannt, also in der Vergangenheit gab es schon Schwierigkeiten. Ich hatte eigentlich schon ganz am Anfang, wie ich gewisse Details gelesen hatte, keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Für mich ist die Situation hier ganz klar. Aber das ist unser täglich Brot. Gib uns heute mal ohne Messer, heute mal mit einer Explosion, wie auch immer diese jetzt herbeigeführt wurde. Eine Riesenknallerbse kann es ja nicht gewesen sein. Aber wenn Schaufenster zu Bruch gehen und jemand verbrannt auf der Straße liegt, ich bin gespannt, was am Ende dabei herauskommt und ob es am Ende vielleicht sogar noch Videoaufnahmen gibt. Wie gesagt, das Foto findet ihr im Telegram-Kanal, könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es auch mehrere Fotos, aber eigentlich eins ist sehr prägnant. Wie findest du das? Kommst du vielleicht aus Solingen? Hast du Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, dass sie hier diese Streitigkeiten, die anscheinend unter Clans ausgetragen werden, in den Griff bekommen können, dass sie sich als Rechtsstaat durchsetzen können? Oder denkst du, sie müssen wieder, wie in Essen bei dem Fall, einen Friedensrichter einschalten? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin gespannt, was am Ende hier rauskommt. Dass es islamistisch motiviert ist, würde ich jetzt am Anfang erstmal nicht in den Raum stellen, sondern es geht hier wohl um ein Familienproblem, um eine Rivalität, die man dann hier, wie auch immer, was es am Ende für ein Sprengstoffbrandsatz war, versucht hat, mit Meinungsverstärkern zu lösen. Aber wir sind das inzwischen gewohnt. Früher, da gab es solche Meldungen mit Seltenheitswert im Jahr. Heute kann ich mich teilweise tagsüber gar nicht entscheiden, welches Gewaltverbrechen man denn mitteilen muss, weil so viele schwere Gewaltverbrechen jeden Tag passieren. Alleine in Berlin jeden dritten Tag eine Gruppenvergewaltigung. Es ist wirklich beschämend, aber das ist Deutschland 2024. Das ist das, was man aus diesem Land gemacht hat. Dem Land der Dichter und Denker. Aber wenn du noch etwas dichten kannst, dann dichte mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Und wenn du weitere Informationen zu diesem Vorfall aus Solingen hast, schreib mir das gerne auch unter dieses Video und mal sehen, vielleicht gibt es ja bald ein Update dazu. Abonniere den Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, schau mal auf AfD Observer vorbei, wenn dir sowas gefällt. Damit bis bald.